Hey, willkommen zu einer Folge Lucky Race auf dem RandyMC Server. Und ich habe mich heute für Lucky Race entschieden, weil das ein Spielmodus ist, den ich richtig feiere. Vor allem, wenn wir mal auf meine Stats gucken. Ihr seht, ich bin Platz 85 und habe bald ein 3er-KD. Das wird sich noch entwickeln. Und ja, ich habe den Spielmodus richtig oft gesuchtet und das mache ich jetzt auch noch. Ja, was heißt gesuchtet? Also ich spiele ihn richtig oft. Also ich feiere den Spielmodus so hart. Und diesen Spielmodus, ja, danke dafür. Diesen Spielmodus, den spielen, glaube ich, weltweit, nee, nicht weltweit, also im deutschen Bereich und auch natürlich im englischen Bereich auch wahrscheinlich. Also auf jeden Fall spielen den mindestens 300.000 Leute und ich bin unter den Top 10 und unter den Top 100. Okay, wir brauchen nicht gleich übertreiben. Natürlich ist es mein Ziel, dass ich in die Top 10 komme. Das werden wir aber mal sehen. Also Lucky Race ist einer, das müsste ich eigentlich eh fast wissen, dass ich die Kiste nicht öffnen muss. Mittlerweile habe ich eigentlich genau zwei Spielmodi, die wo ich wirklich auf Elo, nicht auf Elo, wo ich wirklich gucke, dass ich da im Ranking hochkomme und Stats. Das wäre nämlich jetzt zum einen Get Down und zum anderen wäre das dieser Modi. Und Get Down und Lucky Race, muss ich auch sagen, sind einer meiner zwei Lieblingsmodi, ja. Und wir haben gerade drei, haben wir gerade drei extra Herzen bekommen? Nee, das ist nur für kurz oder warum? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, erstmal zum Spiel und dann werden wir auch zu einem Thema kommen, das ihr im Titel lest. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Blumen bekommen zum Beispiel und auch Leute, die... Also ich bringe das zum ersten Mal auf meinem Kanal, aber trotzdem wissen vielleicht von euch einige, dass jetzt 70 neue Effekte bzw. 70 neue Lucky Block Öffnungen gibt. Also es ist ja Öffnungen wahrscheinlich, oder? Es gibt 70 neue Items bzw. Dinge, die aus den Lucky Blöcken rauskommen können. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich das genau mit einem Update die erste Folge aufnehme. Jetzt bin ich auch wirklich ganz aktuell. Ich habe jetzt wirklich gar nichts mehr offen. Und jetzt kommen wir aber auch gleich zum Thema. Und zwar Game of Shadow. Game of Shadow ist ja jetzt vorbei. Ich nehme mal an, ihr wisst, dass ich tot bin, wenn ihr das hier seht. Und ja, ja, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet so. Und ihr habt doch gesehen, dass, ja, dazu komme ich jetzt auch gleich. Ich möchte einfach mal jetzt kurz das Thema ansprechen, wie ich gestorben bin. Und möchte mich da auch ein bisschen beschweren. Eigentlich bin ich ja nicht so ein Mensch, der sowas macht. Und eigentlich bin ich ja auch ein fairer Kämpfer. Aber irgendwie verstehe ich das nicht ganz, wie der Typ, gegen den ich gekämpft hatte, der hieß ganz genau so, war das so, Raw FIFA, irgendwie so, keine Ahnung, könnt ihr auch dann in der Aufnahme nochmal gucken, beziehungsweise ihr habt gesehen, dass er Full Iron Unenchanted war, nur die Brust war enchanted, aber durch den Typen, der ihn dann gekillt hat, also er ist dann auch gestorben, was ich ihm auch verurteile, hat er herausgefunden, mit dem ich dann geskypt hat, der ihn gekillt hat, dass er nur eine Brot 1 Chest hatte. Ich hingegen hatte auch die Brot 1 Chest, aber das andere war statt Eisen auch alles Dier und noch dazu hatte ich auch alles auf Protection 1 verzaubert. So, wir sind im Ziel, das ist nice, aber ich will jetzt nicht vom Thema abkommen, denn ja, jetzt gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht ganz genau verstehe. Und zwar habt ihr gesehen, dass ich ihm mehrere Hits gegeben habe im Kampf. Ich kann jetzt nichts einblenden, sorry, ich bin jetzt nicht wirklich der Beste im Videos einblenden und schneiden oder so, aber ich glaube, wenn euch das Thema hier interessiert, dann werdet ihr wahrscheinlich auch die Folge geguckt haben. Und ich verstehe es einfach nicht, warum das so ist. Und es ist gerade nice, dass alle auf mich gehen. Ja, ja, okay, ja, geht. Okay, jetzt wird es lächerlich. Hilfe, ich habe ein halbes Herz. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Ja, okay. Und ihr habt gesehen, dass ich den mindestens 7-mal gehittet habe, den Typ. Aber er ist bei einem Schaden des 4-Schwert nicht gestorben. Und er ist auch nicht, das Beste kommt gleich.
Zuerst mal, er hatte auch ein Sharp 4 Schwert, also genauso stark wie ich, nur Fire Aspect. Klar, dass ich dann auch schnell down war, aber ich kann mir das halt trotzdem nicht erklären. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich so denken, so, ja, der würde so ein halbes Herz haben, hat er Glück gehabt, aber er hat das halt dann im Chat geschrieben und ja, ich denke mal, dass es richtig ist so, also als die zwei anderen dann gekämpft hat, dass er 4 Herzen hatte. Das heißt, er hat nach 7 Schlägen Sharpness 4 auf fast Unenchanted Full Iron hat er nur 6 Herzen verloren. Das kaufe ich ihm nicht ab. Und deswegen finde ich das auch richtig komisch. Und viele meinten auch dann so, also als denen das erzählt hat, vielleicht hat er einen Goldapfel, also einen OP-Goldapfel gegessen, was ich ja durch Dummheit nicht getan habe, weil ich ja einen hatte. Aber ja gut, ist halt dumm gelaufen, ne? Beziehungsweise, ich verstehe es halt nicht, weil er hatte halt nichts gegessen und auch nichts getrunken, weil ich hätte ja das Partikel gesehen. Und ich bin hier gerade richtig am Sterben, weil ich halt keine Schuhe habe. Aber ja, ich finde das einfach richtig komisch. Und ja, aber man kann halt nichts machen. Ich hätte das, also wenn ich meine Items wirklich alle eingesetzt hatte, was ich aber auch so Nervosität nicht gemacht habe, hätte ich das vielleicht sogar gewinnen können. Weil wenn ich die im Endeffekt alle geklatscht hätte, da, also weil das ja so ein, weil ja am Ende nur noch einer übrig geblieben ist, dann hätte eigentlich einer überleben so, einer überlebt und der hat halt dann die OP equipped, die OP-Sachen und ja, dann hat der logischerweise so gut wie gewonnen. Okay, dann gehen wir mal ins Hub. Ihr seht auch, ich bin Premium auf dem Server, das heißt, ich bin hier in der Premium-Lobby und ich verabschiede mich hier und ja, würde sagen, danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ja, und in den Kommentaren könnt ihr auch eure Meinung zu dem Tod sagen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video und ciao.